Deutschland im Lottofieber. Allein für Nordrhein-Westfalen haben wir diese gigantische Summe von 30,6 Milliarden Euro. Millionen-Jackpot abgeräumt oder wieder nur Lehrgeld gezahlt? Jeder Fünfte, der hier reinkommt, hat einen Gewinn, in welcher Höhe auch immer. Und wie lebt ein Lottomillionär? Ich wollte immer einen Porsche fahren, jetzt habe ich den als Zweitwagen. Zwei? Kannst du dir das vorstellen? Daniel Assmann will wissen, lässt sich die Gewinnchance erhöhen? Dann hat man auf jeden Fall 22 mal 4 Richtige und einmal mindestens 5 Richtige. Wir tauchen ein in die Lottowelt und suchen die Formel fürs Spielglück. Ein Traum in Rot, oder? Ist schon ein schickes Teil, aber ja, muss man sich leisten können. Wobei hiermit könnte es ja funktionieren. Lotto 6 aus 49, gib dem Glück eine Chance. Ich probiere mein Glück, möchte aber auch wissen, wer verdient eigentlich an meinem Spieleinsatz. Dafür schaue ich hinter die Kulissen. Ich bin bei einer Lottoziehung live dabei und treffe auch einen echten Lottomillionär. Kommen Sie mit, gemeinsam knacken wir jetzt den Jackpot. Sie haben Glück, Sie sind bei Ausgerechnet Lotto. Also, Daniels Traumauto ist nur gemietet. Muss er es am Ende wieder abgeben oder knackt er den Jackpot? Jeder fünfte Deutsche über 18 spielt Lotto. 3,9 Milliarden Euro gaben sie 2022 für 6 aus 49 aus. 27 Lottomillionäre kamen aus Nordrhein-Westfalen. So viele wie aus keinem anderen Bundesland. Nicht erschrecken. Sieht gut aus, oder? Sehr gut, ja. Wenn ihr den Lotto-Jackpot abräumen würdet, welche Träume würdet ihr euch erfüllen? Also die Hälfte davon würde ich tatsächlich spenden. Ja? An Organisationen oder sowas. Ein dickes Auto kaufen davon auf jeden Fall. Irgendwie anlegen und dann reisen. Einmal um die ganze Welt, oder? Nee, in die Karibik irgendwo. Ich würde mir eine Wohnung in Andalusien kaufen. Ja, das ist doch schon mal ein schönes Ziel. Da fahre ich gerne hin. Ich muss auch schauen, ich habe mir da gerne einen Hund. Ja, das haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Spielt ihr denn Lotto? Oh, hab ich ab und zu mal, ja, aber habe ich jetzt irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so viel Zeit gehabt. Wollte das auch mal online machen, geht ja auch online, aber... Jede Woche Samstags. Ja? Und wie viel geben Sie da so aus? Ja, das kostet ja 18,65 kostet der jetzt. Ja? Also jeden Samstag 18,65. Seit wie vielen Jahren schon? Ich sag jetzt mal 3 Jahre, ich weiß es okay. nicht. Okay. Ja, aber kleine Beträge. Ja? Also momentan mehr ausgegeben als gewonnen, oder? Richtig. Lassen Sie uns mal kurz hochrechnen. Warten Sie mal. Wir machen das mal ganz kurz... Geben Sie mir lieber den Kopf. Ja, warte, ich pack mal. Sie haben recht, ich pack mal Ihren Fuß drauf, nicht, dass hier gleich noch einer vorbeikommt. So, also wenn wir mal davon ausgehen, 18,65 Euro, so, mal 52 Wochen, mal 3 Jahre, dann sind das schon knapp 3.000 Euro. Wie viel haben Sie denn gewonnen? 5.000. Ja? 5,1 oder was? Ja, 5,5 war, glaube ich, genau. Ja, da hat sich das ja schon gelohnt. Ja. Oder? Ja, ja. Ja, nicht schlecht. Und was war das für ein Gefühl, als du 5.000... Das war herrlich. Ja. Schon mal Glück gehabt? Ja. Ja? Ja. Was haben Sie denn gewonnen? 3-mal. Da war ich in der Lehre, habe ich meine ganze Ausstattung davon bekommen. Das waren 500 Euro damals. Dann mal 250 und einmal 6.000. 6.000 Euro gewonnen? Ja, ja, ja. Ja? Und was haben Sie sich von den 5.000 Euro gegönnt? Haben wir gespart. Gespart erstmal. Okay. 6 Kreuze für den Jackpot. Aber was ist die Formel fürs Lottoglück? Gehst du jetzt mit System vor oder hast du einfach wahllos irgendwas? Einfach. Ja? Einfach so drauf. Einfach auf Glück drauf los. Nimmst du jetzt Geburtstage oder irgendwas? Ja, genau. So Zahlen, die ich immer eigentlich im Kopf habe. Ja. Mein Mann spielt Lotto, aber ich nicht. Ich habe gesehen, dass er jetzt schon 30 Jahre nichts gewonnen hat. Ja. In Deutschland gibt es mehr Lotto-Annahmestellen als Tankstellen. 3.200 allein in NRW. Wie viel die Betreiber am Einsatz verdienen, will Daniel in Köln von Matthias Höhnerbach wissen. Der war lange Zeit Bundesliga-Profi, gewann 1983 den DFB-Pokal mit dem 1. FC Köln. Hi. Daniel, hallo. Matthias, grüß dich. Ich habe gehört, du kennst die richtigen Zahlen. Meistens ja. Ja, deshalb wollte ich bei dir direkt anfangen zu spielen. Ja, aber ich gebe doch nicht die Zahlen raus, oder? Wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt bei dir spiele? Muss ich dann auch bei dir den Gewinn einlösen? Nee, den kann ich überall einlösen, oder? Wenn du innerhalb von NRW kannst, in jeder Westlotto-Annahmestelle deinen Schein
zur Kontrolle abgeben. Okay. Wie oft kommen denn Leute bei dir und holen Gewinn ab? Ich sage jetzt mal so über den Kopf, also schnell im Kopf gerechnet, jeder Fünfte, der hier reinkommt, hat einen Gewinn, in welcher Höhe auch immer. Ja, okay. Ne? Und dann gibt es dann die Varianten, die einen wollen direkt die Spielscheinverlängerung haben, dann wird das ja verrechnet. Mhm. Andere möchten einfach für ihr gutes Gefühl das Geld montags ausbezahlt bekommen. Ich habe hier schon Kunden gehabt, die haben bei 10 Euro Gewinn, haben die fast ein Tänzchen gemacht. Ja. Ne? So, das ist einfach mal ja, ein Erfolgserlebnis. Ne? Dann hast du andere, die knicken fast zusammen, wenn der Spielschein Gewinn 0. Mhm. Hast du auch. Mhm. Mehr als 11 Millionen Spielscheine werden pro Jahr allein in NRW gespielt. Daniel probiert den Klassiker, 6 aus 49. Ein Tippfeld kostet 1,20 Euro. Der ganze Schein komplett 14,90 Euro. Mal ganz, ganz offen gefragt, so, ist Lotto für dich ein gutes Geschäft? Du kannst schon gutes Geld mit verdienen. Mhm. Ne? Ist aber immer absehbar, was du verdienen kannst. Ja. Ne? Ist ja klar, weil wir können ja nicht unsere Provisionen selbst bestimmen, die werden vorgegeben. Ja. Und sicherlich, je höher die einzelnen Jackpotte sind, bei Lotto oder bei Eurojackpot, umso mehr Spiele hast du natürlich, mehr Umsatz hast du. Ja. Und im Endeffekt auch ein bisschen mehr Provision. Die Lizenz für das Glücksspielgeschäft wird von der Bezirksregierung nur für den Nebenerwerb ausgestellt. Matthias Höhnerbach verkauft auch Zeitschriften, Tabak und Co. Doch wie viel verdient er an Daniels Lottoschein? So, von den 14,90 jetzt, ne? Ja. Was ist denn da von deinem Umsatz jetzt? Also wie viel kriegst du davon? Wir haben eine fest verankerte Provisionsgröße. Ja. Das ist in Ordnung. Ja, wie liegt die? Wie viel Prozent kriegst du? Du musst ja wahrscheinlich irgendwie Prozente, ne? Ja, aber das... Ich guck mal eben, ja. Die Daumen. So, ich kann dir das jetzt sagen, was du kriegst. Ja, dann sag mal. Also zumindest bei westlotto.de steht, 7,8% gehen an den Betreiber, beziehungsweise hier an die Bude, wo ich das abgegeben habe. Steht denn auch, dass es für alle? Das ist jetzt hier so ein Durchschnitt einfach. Einfach ein Durchschnitt, ja. So, wenn ich jetzt mal hier von 14,90 Euro ausgehe. Ja, minus die 50 Cent Spielscheingebühr. Wofür ist, die musst du direkt abführen, oder was? Spielscheingebühr, oder was ist das? Die wird von dem, ja, von dem, ja, Einsatz abgezogen. Minus 50 Cent, ja. Ja. Und dann 0,078. Bist du bei 1,12 Euro. Ja. Hast du jetzt hier verdient. An dem Schein. Ungefähr. Ungefähr. Kommt jetzt ja nicht ungefähr auf den Dings an. Ja, ja, nur, dass man mal so eine Orientierung, ja, kriegt, wie als Endverbraucher, ja, was jetzt hier für dich in dem Laden, ja, was da hängen bleibt an, ja, so einem Schein. Okay. Ist denn jetzt am Ende für dich Lotto das Geschäft? Oder ist am Ende, wenn ich mich hier umschaue, Zeitschriften, das ist, Zigaretten? Ja, das ist eine Mixtur aus allem. In der Annahmestelle fallen also Provision und Spielscheingebühr an. Lotto geht aber auch per App. Doch Achtung bei der Auswahl des Anbieters. Denn Lotto ist Glücksspiel und das ist in Deutschland nur mit Lizenz erlaubt. Jedes Bundesland hat eine staatlich lizenzierte Lottogesellschaft mit eigener App. Für Nordrhein-Westfalen ist das Westlotto. Außerdem gibt es private Anbieter mit Lizenz wie Lotto24. Die erheben allerdings eine Gebühr. Dadurch ist das Tippen teurer als beim staatlichen Anbieter. Die Verbraucherzentrale warnt vor Anbietern ohne gültige Glücksspiellizenz. Bei sogenannten schwarzen Lotterien handelt es sich um Zweitlotterien. Das heißt, hier nimmt man nicht an der echten Lotterie teil, sondern wettet lediglich auf deren Ergebnis. Einen Anspruch auf den Gewinn gibt's deshalb nicht. Die Anbieter sitzen in der Regel im Ausland. Aber du spielst selber auch? Ich spiele hin und wieder auch, ja. Ja. Spaß und Freude, mhm, das ist es. Ne, auf der anderen Seite muss man sagen, jeder Mensch hat seine Wünsche im Kopf. Ja. Und die meisten sehen, glaube ich, in Lotto den schnellsten Weg, sich die Wünsche erfüllen zu können. Mhm. Und deshalb sind sie bereit, etwas zu investieren. Und je höher der Jackpot ist, umso mehr sind sie bereit zu investieren. Mhm. Dann ist ja klar, wenn dann auf einmal 120 Millionen auf dem Tablett steht, ja, dann wirst du ja schon nervös. Ja, ne? Ja. Nur von dem Gedanken, 120 Millionen, ne? Was, ja, mache ich alles? Ja. Und von diesem Jackpot-Fieber profitieren dann auch die Annahmestellen. 2022 verdienen sie in NRW rund 130 Millionen Euro. Ob Daniel mit seinem Schein Glück hatte? Und hier noch der Blick auf die Lottozahlen. Sie lauten 3, 5, 17, 23, 26, 31, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Nee, diese Angaben sind vor allem ohne Gewinn. Die ersten 14,90 Euro sind weg. Aber egal, ich gebe mich auf.
Für jede Woche gilt das Motto: Nutz deine Chance. Spiele Lotto. Die erste Lottoziehung von 6 aus 49 fand 1955 in Hamburg statt. Die erste gezogene Zahl war die 13. 1965 fand die erste Live-Ziehung im Fernsehen statt. Seit 2013 wird die Ziehung nicht mehr im Fernsehen, sondern per Livestream im Internet gezeigt. Der höchste Gewinn bei 6 aus 49 wurde 2022 ausgezahlt. 45 Millionen Euro. Wenn man doch nur die richtigen Zahlen wüsste. Am häufigsten wurde bisher die 6 gezogen, mit am seltensten die vermeintliche Unglückszahl 13. Die Chance auf den Jackpot, also 6 richtige plus Superzahl, liegt bei 1 zu 140 Millionen. Als Lottospieler ist man ja auf der Jagd nach den richtigen Zahlen. Ne? 6 aus 49, das klingt so einfach, aber irgendwie muss man das System noch knacken können. Mathematisch, mit Formeln, Statistiken, Berechnungen. A Quadrat plus B Quadrat. Sie sehen, ich habe nicht viel Ahnung in Mathe, deshalb habe ich mir wissenschaftliche Unterstützung besorgt vom Mathematiker Professor Dr. Christian Hesse. Er erforscht die Wahrscheinlichkeit hinter dem Lottoglück, hat darüber ein Buch geschrieben und sogar eine Gewinnformel entwickelt. Herr Professor Dr. Hesse. Ja, hallo, ich grüße Sie auch. Ich hätte fast gesagt, der Arzt, dem die Spieler vertrauen, aber Sie sind Mathematiker. Ja. Und ich habe die große Hoffnung, dass Sie uns sagen können, wie wir den Code knacken können, wie wir die Wahrscheinlichkeit vielleicht so ein bisschen beeinflussen können, weil eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 140 Millionen ist ja Wahnsinn, da hat man ja eigentlich gar keine Chance zu gewinnen. Kann man die Wahrscheinlichkeit beeinflussen? Gut, man kann sich als Mathematiker ein paar Gedanken machen über Lotto und welche Kombination man spielen sollte und speziell welche man vermeiden sollte. Zunächst mal ist es lohnend, sich diese geringe Wahrscheinlichkeit klarzumachen. Nehmen wir einfach mal einen Sechser im Lotto, die Wahrscheinlichkeit dafür, also ohne, dass wir jetzt an den Jackpot gleich denken, die Wahrscheinlichkeit dafür ist 1 zu 14 Millionen. Ja. Und nehmen wir mal an, ich gehe freundlich zu meiner Bank und bitte um die Herausgabe von 14 Millionen 1-Euro-Münzen. Mhm. Und dann, wenn ich nichts Besseres zu tun habe, lege ich die, wir sind ja hier in Köln, entlang der Autobahn von Köln bis Ostende. Ja. Das habe ich vorher recherchiert, das sind genau 320 Kilometer. Also nahtlos aneinander, diese 14 Millionen 1-Euro-Münzen. Und eine Münze habe ich auf der Rückseite markiert, ja, mit einem Filzstift. Und dann sind Sie dran, Herr Aßmann. Sie fahren hier in Köln los und Sie dürfen irgendwo anhalten. Mhm. Aber Vorsicht, es ist Autobahn. Ja. Und Sie dürfen eine Münze umdrehen. Und wenn es tatsächlich die markierte Münze ist, die Sie umdrehen, dann ist ein Ereignis eingetreten, das dieselbe winzige Wahrscheinlichkeit hat wie ein Sechser im Lotto. Ja. Und das ist noch nicht mal der Jackpot. Wenn man den Jackpot haben will, ist die Wahrscheinlichkeit sogar noch 10-mal kleiner, 1 zu 140 Millionen. Und da würde die Münzkette von Köln bis Antalya reichen, 3200 Kilometer. Ja. Und eine dieser Münzen ist markiert. Das zeigt, wie extrem, wie astronomisch unwahrscheinlich ein Jackpot im Lotto ist. Ja. Jetzt habe ich Sie aber ja trotzdem eingeladen oder mich mit Ihnen verabredet, in der Hoffnung, dass Sie irgendwie als Mathematiker ein System für uns haben, dass man dem Glück vielleicht so ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Also zunächst mal muss man sagen, dass jede Kombination von 6 Zahlen gleich wahrscheinlich ist, gezogen zu werden. Also auch 1, 2, 3, 4, 5, 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 auch. Ja. Und gut, dass Sie den Tipp ansprechen. Das ist tatsächlich der häufigste Tipp, der Woche für Woche gespielt wird. Also ca. 20.000 Menschen spielen mit diesen Zahlen. Der Albtraum. Man hat 6 richtige, muss sich aber den Gewinn mit 20.000 anderen teilen. So würden von 1 Million Gewinn nur 50 Euro an jeden gehen. Beliebte Zahlenkombinationen wie Muster, Geburtsdaten oder Schnapszahlen also besser nicht tippen. Die Datumstipper tippen im Durchschnitt kleine Zahlen. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Kombination gewählt hat, deren Summe größer als 164 ist, ja, dann vermeidet man Tippgleichheit mit ungefähr 80% der Datumstipper. Das ist schon mal gut. Ne? Okay. Es gibt ja dieses Wort Systemtipper. Ja. Kann man mit System näher an einen Gewinn heranrücken als eben ohne System? Also es gibt da ein System, das habe ich mir vor einiger Zeit mal selbst ausgedacht. Also wenn man zum Beispiel damit zufrieden ist, 5 Richtige zu haben. Wäre für mich schon okay, sage ich mal. Ja, also da würde ich mich für jetzt zur Verfügung stellen, ja. Die Chance auf 5 Richtige liegt bei 1 zu 60.000. Mit folgender Methode lässt sich die Chance auf 1 zu 1.000 erhöhen. Und das funktioniert so.
Man entscheidet sich für 4 Zahlen. Diese tippt man auf insgesamt 23 Feldern. Jedes Mal die gleichen 4 Zahlen. Sind diese Zahlen dann tatsächlich richtig, werden aus 4 richtigen 5 richtige, wenn man von Feld 1 bis 23 alle Zahlen, die gezogen werden können, dazu nimmt. Beginnend bei 1 und 2, dann 3 und 4 und so weiter. Die 5. richtige ist dann also auf jeden Fall dabei. Dann hat man auf jeden Fall 22 mal 4 richtige und einmal mindestens 5 richtige. Ja, ja. Ne? Weil man ja auf einem Kästchen das genau richtig ergänzt hat. Perfekt. Also das heißt jetzt noch mal so zusammengefasst, mit diesem System, was ich jetzt gleich mal probiere, habe ich nicht die Chance auf den Jackpot erhöht. Der ist immer noch 1 zu 140 Millionen, ne? Oder die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Aber ich habe die Chance auf einen Fünfer erhöht. Auf einen Fünfer hat man die Chance dann vergrößert auf 1 zu 1000 etwa. Ja, okay. Ne? Weil das die Chance ist, dass diese 4 Systemzahlen dann kommen, okay, die man ausgewählt hat. Ja, 1 zu 1000 ist natürlich immer noch sehr gering, muss man natürlich dazu sagen. Und am Ende müsste das, so aus meiner Erfahrung jetzt heraus, müsste das um die 30 Euro kosten. Mhm. Aber ich sag mal so, das bin ich jetzt bereit zu investieren. Ich treffe mich auch noch übrigens mit der Suchtberatung, mit Glücksspielsucht. Da wollen wir mal hören, wann das da losgeht. Auf jeden Fall auch sagen, dass bei allen Glücksspielen immer eine Suchtgefahr besteht. Oder? Daniel füllt seinen Schein nach diesem System aus. Das kostet ihn 28,60 Euro. Mit 5 Richtigen gewinnt man im Schnitt übrigens ca. 3.000 Euro. Hat sich die Investition für Daniel gelohnt? Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe ja diesmal mit System gespielt. Das sieht man ja auch ganz schön an den Zahlen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so viel Nullen nach dem Komma gesehen habt. Ich habe das extra mal für mich ausgeruckt. Dann ist mein Gewinn. Nix, trotz mathematischer Formel und ja, keine Ahnung, was habe ich jetzt ausgegeben? 13,70 Euro plus 14,90, 28,60 Euro, 0 Euro Gewinn. Also hier nochmal schwarz auf weiß. Aber ich habe noch eine andere Idee. Und zwar, ich gebe ja nicht auf. Ich würde sagen, ich treffe einen echten Glückspilz. Und vielleicht färbt ja sein Glück auch auf mich ab. Knapp 10 Millionen Euro. Mit diesem Jackpot machte Chico aus Dortmund Schlagzeilen. Was das Geld mit seinem Leben macht, verrät er Daniel später. Wenn schon, denn schon, oder nicht? Erstmal führt Daniels Jagd nach der Million aber nach Münster. Denn hier werden in NRW Lotto-Millionäre gemacht. Die meisten kommen übrigens traditionell aus dem Ruhrgebiet, gefolgt von Rheinland und Niederrhein. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, ich gewinne wirklich und bin auf einmal Millionär. Ich habe Fragen ohne Ende. Wie kriege ich das Geld? Wird das überwiesen oder kriege ich das bar ausgezahlt? Wie soll ich investieren? Ist das steuerfrei? Worauf muss ich aufpassen? Daniel hat eine Audienz in der Zentrale von Westlotto in Münster. Jedes Bundesland hat seine eigene Lotto-Organisation. Was hier hinter den Kulissen mit den Tipps passiert, will Daniel von Pressesprecher Axel Weber wissen. Hallo Weber. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich. Ich habe mal meine Spielquittung mitgebracht. Den habe ich gespielt. Und ich würde mir jetzt gerne mal von Ihnen zeigen lassen, wo landet mein Geld? Was passiert hier im Hintergrund bei Ihnen bei Westlotto in der Zentrale? Ich kann Ihnen das einfach mal zeigen, wenn Sie mögen. Okay. Eine Zahl mit 11 Stellen fällt direkt ins Auge. 30,6 Milliarden Euro. Wie viel von Daniels Einsatz steckt in dieser Summe? Aber dann kommen wir noch mal auf meinen Schein hier. Können wir ja noch mal konkret sagen. Also hier 18,65 Euro habe ich gespielt. Tja, nichts gewonnen. Wo geht das Geld jetzt hin? Also von den 18,65 machen wir es vielleicht ein bisschen einfacher, dass wir sagen, es wären 10 Euro, die Sie gespielt hätten. Ja. Von den 10 Euro müssen 5 Euro verpflichtend, gesetzlich verpflichtend als Gewinn ausgeschüttet werden. Die Hälfte vom Einsatz geht also in den Jackpot. 7,8% bekommen die Annahmestellen. 16,7% beträgt die Lotteriesteuer. Und 1,5% gehen an Westlotto. Bleiben 24% für gemeinnützige Organisationen. Das sind bisher insgesamt 30,6 Milliarden Euro. Es gibt fast keine große Einrichtung, die fürs Gemeinwesen tätig ist, die nicht von Lottogeldern
profitiert. Das sind ja enorme Summen. Ich habe gerade das Gefühl, wenn Lotto wegbrechen würde, könnte das Land dann überhaupt, hätten wir dann ein großes Problem in Nordrhein-Westfalen? Ich glaube, da müssten Sie den Finanzminister fragen, aber oder alle Finanzminister. Ja. Ich denke schon, weil wir über Milliardensummen jedes Jahr reden, auf die diese Organisationen alle auch entsprechend angewiesen sind. Wir sind also ein Teil des sozialen Kitts in diesem Land. Bei solchen Summen herrscht hier natürlich eine sehr hohe Sicherheitsstufe. Denn in der Zentrale laufen alle Spielscheine und damit die potenziellen neuen Gewinne ein. So, Herr Aßmann, das ist unser Herzstück. Ja. Hier hinter dieser Glaswand verbirgt sich unser Rechenzentrum und unser Leitstand. Ja. Und da kommen wir alle ganz normal nicht rein. Auch wir müssen uns anmelden als Mitarbeiter, denn es gibt nur eine bestimmte Anzahl von berechtigten Personen. Okay. Und Sie sehen, mein Kollege, der holt gerade den Schlüssel raus. Ja. Der kann das nur von innen öffnen. Ja. Und auch, warum ist der Schlüssel an der Kette? Ja, damit er den nicht in die Tasche stecken kann und vielleicht zufällig mit nach Hause nehmen kann. Sondern wir müssen ja 24 Stunden an 7 Tagen die Sicherheit für Ihre Tipps gewährleisten. Okay. Und das zu 100%. Ja. Um in den Sicherheitsbereich zu kommen, muss sich Daniel erstmal registrieren. Ab hier geht nichts mehr ohne das Sicherheitspersonal. Station 1, die Rechner, auf denen die Tipps gespeichert werden. Was war das denn jetzt? Das war ein Handscanner. Ach. Das heißt, hier kommt auch nicht jeder einfach rein. Man braucht Ihre Hand, um hier reinzukommen. Boah. Was sich hinter der Tür verbirgt, sieht erstmal unspektakulär aus. Doch diese Server kennen die nächsten Lottogewinner. Und Ihre Zahlen gehen jetzt auf digitalen Wege in irgendeinen dieser Schränke? Jetzt sind wir hier im digitalen Zeitalter angekommen. Wie war das denn früher eigentlich? Ja, früher, bevor wir das umgestellt haben auf Elektronik und Digitales, war das völlig anders. Da musste alles händisch gemacht werden. Das heißt, der Spielschein kam im Original zu uns. Das war nicht dieser Quittungsausdruck, den Sie jetzt haben. Und auf diesem Spielschein haben wir das dann hier in Datenträger übertragen, die es damals gab. Ja. Und dafür saßen freitags und samstags mehrere hundert Menschen hier und haben so mit so Schablonen das entsprechend übertragen und eingegeben. Wahnsinn. Man musste ja vor der Ziehungssendung fertig sein. Mhm. Sonst war der Tipp ja nicht eingegeben. Ja, ja, heute alles deutlich einfacher, ne? Doch auch das Digitale hat seine Tücken. Im Leitstand wird deswegen überwacht, ob alle Tipps in Nordrhein-Westfalen auch wirklich hier ankommen. Ich finde, 6 aus 49 ist ja eigentlich recht einfach für uns. Ab hier wird es für mich kompliziert, muss ich sagen. Jetzt zum Beispiel dieser Graph, der sieht ja erstmal, das geht schön nach oben, was ja erstmal immer ein gutes Zeichen ist. Ist das für euch auch ein gutes Zeichen? Was bedeutet der zum Beispiel? Der oberste Graph zum Beispiel sind die Transaktionen in den letzten Minuten. Also eine Transaktion ist zum Beispiel, wenn jemand eine Gewinnabfrage macht oder halt einen Spielschein in der Annahme spielt. Das heißt jetzt beispielsweise um 10.30 Uhr hatten wir, ich sag jetzt mal, um die 4.000 Transaktionen, genau zu dem Zeitpunkt. Genau, genau zu dem Zeitpunkt sind 4.000 Transaktionen. Also das beinhaltet sowohl die Spielscheinabgabe in Annahmestelle als auch eine Gewinnabfrage, sowas in der Form. 2022 hat die Zentrale in Münster knapp 180 Millionen Spielaufträge verarbeitet. Jeder, der eine Annahmestelle betreiben will, muss eine Schulung durchlaufen. Pro Jahr werden hier mehrere tausend Menschen geschult. Ich meine, Verkaufstraining ist das eine, Produktwissen das andere. Ich stelle mich jetzt mal auf die Seite hier. Wenn ich mir jetzt nämlich vorstelle, ach Herr Weber, da sind Sie ja wieder, Sie wollen wieder spielen. Alles klar, bei mir klingelt die Kasse. Aber es gibt ja noch ein ganz anderes Thema, wenn Sie jetzt regelmäßig kommen. Wo fängt die Glücksspielsucht an, sag ich mal? Wird das hier auch geschult? Ja. Responsible Gaming heißt das bei uns, also verantwortliches Spielangebot. Und da sind wir sowohl für die Annahmestellen als auch als Anbieter generell sehr stark und sehr deutlich aufgestellt. Ja. Darum haben wir spezielle Module, um zu erkennen, habe ich einen Stammkunden, dessen Spielverhalten sich vielleicht plötzlich komplett ändert. Mhm. Und auch dafür wird man geschult, also dass es eine Ansprache geben kann. Was verlangen Sie von den Leuten dann, die quasi hinter der Theke stehen, in den Annahmestellen? Wie können die das erkennen? Wie können die das regulieren? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Annahmestellen haben natürlich keine psychologische Ausbildung. Nee, ne? Und deswegen muss man auch sehr aufpassen, dass sie keine falschen oder voreiligen Schlüsse ziehen. Mhm. Aber sie können natürlich Veränderungen im Spielprozess erkennen. Und dafür bieten wir mit unserer Hotline auch eine Möglichkeit an, um sich dann entsprechend Hilfe zu holen. Also hier bei Westlotto kann die Annahmestellenkollegin der Kollege sagen, ich habe da einen Fall, was soll ich da machen? Auch bei hohen Gewinnen muss der Mensch hinter der Theke richtig reagieren. Bis 1.000 Euro zahlt die Annahmestelle aus. Alles darüber ist ein sogenannter Zentralgewinn und landet in Münster.
Herr Weber, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Also, ein bisschen aufgeregt? Ja, wir kommen jetzt in den Raum, wo quasi die neuen Millionäre empfangen werden und betreut werden. Das ist genau hier. Ja. Wenn also Ihr Schein die Million gebracht hätte, dann hätten wir Sie genau in diesen Raum gebeten. Na, da bin ich aber mal gespannt. Bitte schön, Herr Millionär. Ernüchternd. Ich muss sagen, erstmal ernüchternd. Sie sind enttäuscht? Ja, ein wenig. So wollte ich es nicht sagen, ja. Aber es ist so, ich weiß gar nicht, was habe ich denn erwartet, aber ich habe nicht einfach nur so einen nüchternen Raum erwartet, muss ich sagen. Das ist genau unser Ziel, ja. Dass wir das erreichen, dass hier keine riesen Blumenbouquets stehen, dass nicht da vorne schon der Shampoos geöffnet ist, ja. Damit man nochmal feiert, sondern die Menschen, die diesen großen Gewinn erzielt haben, die haben erstmal eine gewisse Sorge, die müssen damit umgehen. Ja. Und was wir wollen ist, dass wir in dieser nüchternen Atmosphäre, normaler Tisch, normale Besprechungsstühle, ja. Die Menschen runterholen, damit wir einen klaren Kopf haben, zu sagen, hören Sie sich bitte unsere goldenen Regeln an, was man am besten macht, was man nicht macht, ja. Damit man sich eben klar wird, mein Leben könnte sich ändern, aber die Entscheidung, wie ich es geändert haben will, die muss jeder für sich selber treffen. Gibt es hier schon mal Freudentränen? Das oder? Ist für unsere Tränen, wenn wir uns von dem Geld trennen müssen. Ja. Nein, Spaß beiseite. Tatsächlich kann es natürlich auch vorkommen, dass Menschen mit so einer nochmal in eine Situation kommen, die wissen ja schon, dass sie gewonnen haben, ja. Aber dass ihnen jetzt erstmal ein paar Sachen klar werden. Und manchmal gehen die Menschen hier raus und sind nochmal so richtig zusätzlich neu geflasht. In dem Raum ändert sich Sie können sich aber auch gerne setzen. Ja, aber wir haben vielleicht zum Abschluss. Wir haben gar nichts zu betreuen für Sie, oder? Nee, leider ja nicht. Aber der Raum hier ist wirklich, der Raum ändert ein Leben. Wenn man hier sitzt ja. Und die frohe Botschaft hier nochmal schwarz auf weiß sieht, dann geht man hier durch diese Tür als anderer Mensch, muss man ja wirklich sagen. Die goldene Regel der Gewinnberater, die Millionen nicht an die große Glocke hängen. Er hat diesen Tipp nicht beherzigt, im Gegenteil. Kürsat Yildirim, alias Lotto Chico, gewann knapp 10 Millionen Euro und ging damit an die Presse. Daniel trifft den Lotto-Millionär aus Dortmund. Wie hat sich sein Leben durch den Gewinn verändert? Jo, das muss er sein. Grüß dich. Hi, grüß dich. Geile Karre, muss man ja wirklich sagen. Ja. Einer der ersten Träume, den du dir erfüllt hast. Hör mal zu, ich wollte immer einen Porsche fahren. Ja. Jetzt habe ich den als Zweitwagen. Zwei? Kannst du dir das vorstellen? Erstwagen ist was? Erstwagen ist Ferrari. Ferrari. Ja. Aber okay. Den kann ich leider nicht jeden Tag fahren. Ja. Ne? Weißt du, was das Schöne ist oder was das Traurige ist? Ich kann den nie fahren. Darf ich mal mit dir eine Runde fahren? Ja, das sowieso. Aber ich habe auch immer gedacht, das kann ich nie fahren. Ja. Aber diese Welt ist so unglaublich. Ja. Ich bin gerade so ein Märchen drin. Vor seinem Lottogewinn war der 42-jährige Kranfahrer. Wenn schon, denn schon, oder nicht? Vom Kran zum Porsche für knapp 300.000 Euro. Was hat sich sonst noch geändert? Merkst du denn, dass wenn die jetzt, wo du die Kohle hast, dass eben auch falsche Freunde kommen? Ja klar, doch guck doch mal. So viele Leute melden sich bei mir. Ne? Ja. Okay, ich habe mit dem Leute vor 15 Jahren Kontakt gehabt. Ja. Ich sag, wer ist denn da? Er sagt, ich bin. Oh, ich war früher mit ihm unterwegs. Ja. Ne? Guck mal, die machen Lichthupe sogar. Die kennen mich auf der Straße überall. Yan mı duruyor? Yan mı duruyor? Gel abim, oldu görüşürüz. Was hat er gesagt? Er sagt, ich komm bei dir Kaffee trinken. Ja. Ja, soll er doch kommen. Chico kommt aus der Dortmunder Nordstadt. Ein Stadtteil mit hoher Arbeitslosigkeit, Armut und Kriminalität. Guck mal, wenn man jetzt gewinnt, ne, weil ich hab ja noch nie gewonnen, okay. Ich hab ja keine Ahnung. Ja, so, jetzt sag mal, du hast gewonnen. Ja. Wie war das denn dann? Kommt dann jemand zu dir von Lotto und sagt hier... Nein, ich hab diese Schein... Erstmal voll vergessen. Ja. Aber ich wusste, dass ich immer gespielt habe. Irgendwo habe ich einen Schein. Ich bin erstmal dahin gegangen. Das ist dieser Lottoladen, wo ich immer hingehe. Da gehe ich rein, ich gebe den Schein, hör mal. Zentralgewinn. Ich so, jawohl, jetzt habe ich ein paar hundert Euro gewonnen. Hör mal, ich sage, was habe ich gewonnen? Die so, ich sehe nicht. Ich so, willst du mich verarschen? Warum kannst du nicht sehen? Die so, ich sehe das nicht. Sie ruft Chef an, du sollst Formular ausfüllen und so. Und ich so, bist du neu am Arbeiten? Die sagt, ja.
Ich habe gesagt, gib mir meinen Schein. Ich habe gedacht, der hat gar keine Ahnung. Ja. Weil ich will sofort ein paar hundert Euro nehmen, ja, Taschengeld ja machen. Aber jetzt wird mir komisch. Ne? Ich sage, warum zeigt der nicht? So was ist mir nie passiert. Der muss doch normalerweise kommen. Mhm. Boah, Mann, ich kann nicht stehen, ey, es wird warm und so. Und danach, Chef sagt, du hast eine Summe gewonnen. Sie sagt zu mir, du hast eine Summe gewonnen. Das ist ein großer Betrag. Das kann man nicht sehen. Ganz genau sind 9.783.563,50 € im Jackpot. Hier spielte sich die Szene ab und hier spielt Chico trotz des Gewinns immer noch. Wieso hast du immer weitergespielt? Weil Chance ist ja wirklich 1 zu 140 Millionen. Ja, ne? Und ich habe gedacht, was ist, wenn ich gewinne? Ja. Ich habe früher immer gesagt, warum gewinne ich kein Lotto? Dann habe ich gesagt, du Arschloch, spielst du überhaupt Lotto? Wenn du nicht spielst, dann kannst du auch nicht gewinnen. Ja. Ihr spielst du immer noch? Ja, ich spiele immer noch. Willst du noch mehr gewinnen? Geld kann man immer brauchen, aber das ist eine Sucht. Ja. Aber würdest du sagen, ist schon Sucht? Das ist wirklich eine Sucht. Ja. Das ist eine Sucht. Und jetzt guck doch mal, wegen mir, ich spiele ganz in Deutschland. 27 Millionen sind diesmal im Jackpot. Ob Chicos Glücksformel auch für Daniel gilt? Und dann, ich habe immer das gemacht. Puh. Guck einmal, Spucke. Und wenn du zu Hause bist, ein bisschen Salz drauf, Pfeffer, ja, ne, Karma. Jetzt und Balsamico und ja, runter, ein bisschen treten. Und tanzen noch ein bisschen, ne? Ja, genau. Ich mache auch noch einen. Also normalen Chai. Ja, ganz normalen Chai, genau. Würden dann 18,65 kosten. Ja, ja, das machen wir. Daniel ist endgültig im Lottofieber. Doch wie schnell kann aus dem Spiel eine Sucht werden? Die Landesfachstelle für Glücksspielsucht zählt ca. 700.000 Lottosüchtige. Wie man eine Abhängigkeit erkennt und was man dagegen tun kann, will Daniel von Verena Küpperbusch wissen. Sie leitet die Landesfachstelle für Glücksspielsucht. Treffen tun sich die beiden im Luxusautohaus. Schon schöne Autos, ne? Ein Traum, ja. Wirklich ein Traum. Ein Traum eben auch für viele, die sich vorstellen, im Lotto zu gewinnen. Ne? Das Sinnbild eigentlich, wie ich finde, für den riesen Lottogewinn, den man hat. Ne? Inwieweit kann denn so ein Traum auch zum Albtraum werden, wenn man jetzt sich mal auf das Thema Glücksspielsucht eben fokussiert? Mhm. Ja, das kann in manchen Fällen sehr schnell gehen. Also in den meisten Fällen muss man ja auch ganz ehrlich sagen, bei einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 1 zu 140 Millionen ist, glaube ich, bei den meisten der Traum schon geplatzt, wenn die Lottozahlen gezogen sind. Ja. Bei manchen entwickelt sich aber auch wirklich ein großes Problem draus, wo der Schuss total nach hinten losgeht, wo große Schulden entstehen, wo soziale Konflikte entstehen, wo vielleicht sogar der Arbeitsplatz verloren geht und die Wohnung. Also das hat schon dramatische Konsequenzen und da ist man dann von so einem Traum einfach so weit weg, wie es nur sein kann. Ist denn Lotto eigentlich ein Spiel, ein Glücksspiel, was wirklich ja, schnell süchtig machen kann? Also es gibt wesentlich gefährlichere, suchtgefährlichere Glücksspiele. Dazu zählen zum Beispiel die klassischen Geldspielautomaten, Online-Casinos oder auch Sportwetten. Ich sag mal, so ein echter Zocker, der will spielen und zwar sofort. Hm. Und das ist eine Option, die Lotto nicht bietet. Ich muss bis Samstag warten. Ne? Es gibt Menschen durchaus, die dann ganz viele Lottoscheine ausfüllen und das so dann so ein bisschen kompensieren. Was sagen die Leute, wenn die bei Ihnen anrufen? Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben teilweise Anrufende, die wissen noch nicht so richtig, was soll ich da eigentlich erzählen. Manche sagen einfach nur Hallo und warten dann. Wir machen es dann so, dass wir so ein bisschen erzählen, was wir anbieten am Hilfetelefon, was wir leisten können, was wir auch häufig von Personen hören. Und andere fangen sofort an zu erzählen über ihre Probleme. Für ganz viele sind die Schulden so der Punkt, der den Stein ins Rollen bringt, wo sie sagen, da geht's jetzt nicht mehr weiter. Mhm. Uns rufen auch sehr häufig Angehörige an. Die sind dann manchmal echt an einem Punkt, wo sie sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen kann. Ich brauche jetzt eine Perspektive. Das Hilfetelefon der Landesfachstelle für Glücksspielsucht ist kostenlos und anonym. Auch online können sich Betroffene und Angehörige beraten lassen. Finanziert wird die Hilfe übrigens durch Lottoeinnahmen. Und der Staat macht natürlich auch, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, macht große Gewinne mit dem staatlichen Glücksspiel. Auch wenn man einen Teil natürlich wieder für Hilfe dann reinstecken muss, ja, ins System. Jetzt gibt es sicherlich einige am Bildschirm,
die sagen, ja, ich spiele jede Woche. Ich habe hier meinen Tipp, ich gebe den auch jede Woche ab. Müssen die sich schon Gedanken machen, weil sie eventuell spielsüchtig sind? Oder ab wann merkt man das? Also Gedanken machen ist immer gut, ja. Wenn man tatsächlich regelmäßig mehr Geld einsetzt, als man eigentlich möchte, öfter vielleicht auch spielt, als man sich vorgenommen hat. Das sind auf jeden Fall Hinweise, wenn man anfängt, vielleicht auch Freunde, Bekannte so ein bisschen zu belügen über das Ausmaß des Spielens, so nach dem Motto, es ist gar nicht so schlimm und so viel ist es ja nicht, dann sollte man wirklich mal drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht mal für eine Zeit lang ganz aussteigt. Oder sich einfach mal beraten lässt dazu. Mhm. Da man Lotto nur zweimal in der Woche spielen kann, ist das Suchtpotenzial nicht so hoch wie bei anderen ständig verfügbaren Glücksspielen. Trotzdem spielen Hunderttausende bis zur Sucht. Daniel hat auch wieder gespielt und diesmal gewonnen. Tja, wieder nix. Chico wird wahrscheinlich sagen, es lag am Salz und Pfeffer, das gefehlt hat. Die nächsten 18,65 Euro sind weg. Aber ich würde sagen, jetzt mal Schluss hier mit dem Hokuspokus. Ich habe noch eine dritte Idee. Und zwar komme ich jetzt den Zahlen so nah, wie es eben nur geht. Das ist jetzt meine Taktik. So, ich bin jetzt auf dem Weg ins Saarland, genauer gesagt nach Saarbrücken, denn ich darf live dabei sein bei der Ziehung der offiziellen Lottozahlen. Da darf ich mal hinter die Kulissen schauen und mal sehen, ob ich da meinem Glück nicht so ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Hier ist er, der Tempel des Glücks. Sieht wirklich ein bisschen unscheinbar aus, aber hier werden jeden Mittwoch und jeden Samstag die Lottozahlen live gezogen, hier beim Saarländischen Rundfunk. Wir dürfen heute mal dabei sein und ganz ehrlich, das ist meine letzte Chance. Wenn ich hier nicht die richtigen Zahlen erfahre, ja, wo denn dann? Wenn wir rein dürfen. Wie läuft eine Lottoziehung ab und welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es, damit alles rund läuft? Das ist die Aufgabe von Ziehungsleiter Jan Riedesel. Das sind jetzt die Probezahlen. Genau. Also das heißt, du bist gerade dabei, machst einen Probelauf, um das Ganze mal zu checken hier, ob das. Wir legen immer vor der Ziehung legen wir die Probekugeln auf, ja, damit wir einfach mal einen technischen Durchlauf haben, gucken, dass die Maschinen funktionieren. Darf ich mir mal so eine Kugel nehmen und Ich gebe dir jetzt ein paar Handschuhe. Ach, die muss man. Okay. Ja, bitte. Ja. Nur mit Handschuhen und ansonsten darfst du gerne auch die Kugeln dir anschauen. Warum nur mit Handschuhen? Ja, weil es jetzt offenporige Schaumstoffkugeln sind, ja, im Gegensatz zu früher. Da hatten wir ja Tischtennisbälle, die lackiert und versiegelt waren. Ja. Und hier sagen wir einfach, um die Langlebigkeit der Kugeln zu erhalten, du hast immer so ein bisschen Fettfilm, Winter, Sonne, ja, irgendwas auf der Haut. Deswegen bitte mit Handschuhen. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal rüber. Ach jo, das sind jetzt so, was sind das, was hast du gesagt, so PVC-Kugeln? Ja, PU, oder? So Weißschaumstoffbälle. Ja. Aber was mit dem Sound? Ja, das, da bin ich doch bestimmt nicht der Einzige, oder? Nein. Der da irgendwie zurückmeldet, weil das hat uns ja seit Jahren geprägt, irgendwie dieses, ja, Klackern in, genau, der Trommel so, ne? Dieses Klackern, dieses typische Tischtennisballgeräusch, ja, das konnten wir nicht halten, aber wir sprechen von einem neuen Sound für neue Maschinen, neue Ära. Genau, ganz neues Feeling. Neue Kugeln, neues Ziehungsgerät und neues Studio. Nach mehr als 60 Jahren ist seit Januar 2023 alles modernisiert worden. Die Ziehung funktioniert trotzdem noch wie früher mit dem 6 aus 49 Gerät. Daniel darf einen Testlauf starten. Wenn du soweit bist, müsstest du einfach links unten auf Start Ziehung drücken und dann sollte es losgehen. Ach, der hier, okay. Ja, dann wollen wir mal. Ich tippe die 50. Was könnte jetzt schieflaufen? Also was wäre jetzt für euch der Super-GAU? Also der Super-GAU ist erstmal ein technischer Defekt. Ja. Also Maschine bleibt stehen, zieht nicht mehr weiter. Stromausfall oder es funktioniert, dass der Keilriemen springt ab oder sonst irgendwas. Ja. Und dann würden wir wechseln und eben aufs Ersatzgerät. Ich habe gerade das hier gesehen. Für wen ist das denn? Ja, das ist. Weil so weit ist das doch gar nicht weg hier. Das ist noch so ein Relikt, bisschen aus alter Zeit. Ja. Wo dann wirklich der eine oder andere gesagt hat, die Maschinen stehen so weit weg, ich kann nicht erkennen, ob es eine 6 oder eine 9 ist. Ja. Weil bei denen ist dann manchmal schon so ein bisschen haarig, der Punkt unten am Bauch bzw. am, ja, gut, Strich. Millionen Deutsche tippen jeden Mittwoch und Samstag die falschen Zahlen. Da bleibt Frust natürlich nicht aus. Haben die Leute, also kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber haben wirklich Leute das Gefühl, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht? Bekommt ihr Zuschriften oder Leute, die anrufen und sagen, komm, da wird doch geschummelt? Ja, haben wir immer wieder. Gibt auch ein paar Verschwörungstheoretiker oder sowas, die natürlich sagen, da war jetzt ein Schnittbild zu viel, das war nicht die 6, sondern die 16 oder sonst irgendwas. Ja.
Aber dem entgegnen wir immer. Also wir haben jetzt wirklich hier 12 Kameras, inklusive 360-Grad-Kamera, Innenkamera, ganz große Trommel, ganz transparent, kein Draht mehr drin und so weiter. Also wir können wirklich 100% nachvollziehen, dass die richtigen Zahlen sind, um da eben auch gar keine Bühne zu geben, sondern wirklich sagen zu können, mit vier Augen, die einfach Ziehungsleitung, Aufsichtsperson plus Protokoll und nochmal Assistenz, dann hast du quasi die 8 Augen, die wirklich nachvollziehen können, dass alles glatt gelaufen und transparent war. Boah, was ein Aufwand, ne? Die Live-Ziehungen moderiert seit 2013 Chris Fleischhauer. Er ist die erste männliche Lottofee in der fast 70-jährigen Geschichte. Und hier kann ja tatsächlich auch Publikum vorbeikommen. Ja. Ne? Sind hier häufiger Leute da, die live dabei sind? Ja. Was sind das für Leute? Also das sind halt viele, die es schon seit vielen Jahren einfach Lotto spielen, die einfach mal sehen wollen, wie das ist. Hat es aber auch viele Kegelvereine beispielsweise. Ne? Also wo die ganzen Tippgemeinschaften zusammenkommen oder auf einen Sportverein oder irgendwas anderes. Ja. Also da, wo meistens Tippgemeinschaften unterwegs sind, die machen dann mal einen Ausflug. Dann kommen die ja her und machen dann hier mal eine Tour, gucken sich alles an und sind dann bei der Ziehung dabei und gehen meistens alle dann irgendwie traurig wieder raus, weil es sitzt jeder dann immer brav mit seinem Lottoschein im Publikum und vergleicht. Dann gleich, aber wir hatten noch nie einen großen Gewinner. Ich habe immer gesagt, ab 5 richtigen hole ich die Leute rein, aber es ist bisher nie passiert. Vielleicht ist Daniel ja der Erste. Kurz vor der Ziehung spielt er noch mal online. Sie sind ja Kameramann hier, ne? Ja. Sie sind ja mal ganz nah dran an den Zahlen, ja. Ne? Können Sie für mich einmal auf Zufallstipp drücken? Sie haben vielleicht den Glücksfinger hier. Super, danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ganz kurz noch, wo ist er gerade da? Macht der das alles richtig da, unser Kameramann? Ja, ich glaube, der macht ist okay? Das gut. Alles klar, dann können wir weitermachen. Ton ist auch okay. Ton ist auch gut, sehr gut. Verwirren mir die Jungs nicht zu viel. Ich habe mir nämlich jetzt noch gedacht, ich mache jetzt hier noch, ich nehme noch die Zahlen, die hier so im Studio rumfliegen. Ich mache jetzt noch mal einen Tipp mit 14. Was haben wir noch? Da ist die 23. Dann haben wir die 49. Die 6. 25, 24 und da haben wir das schon wieder, 6 zusammen. Ast rein. Letzter Check. Neben der Ziehungsleiterin ist auch eine Aufsichtsperson von einem Landesinnenministerium vor Ort. Kurz vor der Ziehung werden die Lottozahlen aus dem Tresor geholt. Vorher wird die Versiegelung überprüft. Unser unversehrtes Dienstsiegel vom letzten Samstag. Okay, kann ich öffnen? Ja. Die Uhrzeit ist 17.54 Uhr. Die Kugeln dürfen erst wenige Minuten vor der Ziehung aus dem Tresor geholt werden. Danach kommen sie direkt wieder in den Tresor und werden bis zur nächsten Ziehung wieder versiegelt. Ich bin jetzt hier kurz vor Abgabe. 4 Minuten habe ich noch. 5,30 Euro. Und tschüss. Dann wollen wir sehen, ob das Glück hier zuschlägt. Schönen guten Abend. Willkommen zur Ziehung der Lottozahlen live hier aus Saarbrücken. Jetzt gucken wir uns erstmal die erste für heute an. Das ist die 25. Nächste Lottozahl ist die 37. Nächste. Schnapszahl, die 11. Wird schon wieder nichts, ey. Hab ich eben gesagt, 12 und 19 gehen immer. Nächste ist die 6. Das war's schon wieder. Das war Lotto am Mittwoch. Boah, meine Güte, ey. Jetzt so war ich so nah dran und trotzdem nichts gewonnen. 5,30 Euro wieder. Ich sag ja, es war ein Teamtipp, er wollte einfach weiter mit euch arbeiten. Ja, ja. Daniel bleibt Moderator statt Millionär. Die Chance ist halt minimal, aber die Millionen einfach zu verlockend. Lotto ist ein Milliardengeschäft. Gewinner ist am Ende der Staat. Er verdient kräftig an unserer Lottolust, finanziert damit aber auch viele wohltätige Zwecke. So, die Lottokugeln sind wieder weg. Leider genau wie mein Geld. Insgesamt habe ich 67,45 Euro investiert und nicht ein Euro kam zurück. Aber mich hat das Lottofieber schon gepackt, muss ich sagen. Und ich kann wirklich nachvollziehen, warum viele Millionen Menschen mittwochs und samstags auf die richtigen Zahlen hoffen. Am Ende hat es ja auch was Gutes, und zwar fürs Allgemeinwohl. Aber man muss eben mit den richtigen Kanälen spielen. Insofern, ich wünsche Ihnen mehr Glück, als ich das hatte, und sage herzlichen Dank fürs Zuschauen.